So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Info. Und zwar geht es heute darum, was war los in den letzten 2 Wochen und was wird kommen in nächster Zeit. Ja, erstmal Entschuldigung dafür, dass keine Videos gekommen sind. Ich habe schon gesehen, einige haben sogar das Abo innerhalb dieser Zeit jetzt unterbrochen. Und ich muss echt gestehen, ich hatte wenig Zeit und auch teilweise wenig Lust, irgendwelche Videos zu machen. Dann habe ich vor knapp 1,5 Wochen versucht, ein etwas mehr wieder aufzunehmen. Und da ist es passiert, dass bei Castlevania das Programm einfach abgestürzt ist und alle Aufnahmen, die ich bis jetzt gemacht habe, das waren 3 oder 4 Parts, glaube ich, waren komplett für die Cuts aufgenommen. Die konnte mein Videobearbeitungsprogramm nimmer ja, aufnehmen und auch nicht mehr bearbeiten. Das habe ich tausendmal versucht jetzt zu bearbeiten, aber es ging irgendwie nicht mehr. Deshalb habe ich das jetzt wieder neu aufnehmen müssen und jetzt komme ich irgendwie nicht mehr weiter. Dann war mir es zu blöd, die Videos hochzuladen und bla bla bla. Das erklärt, warum es mit Castlevania nicht mehr weitergegangen ist. Dann habe ich versucht, natürlich etwas Abwechslung reinzukriegen auf meinem Kanal und immer wieder abwechseln zwischen Alice Madness Returns und Castlevania hochzuladen. Dadurch, dass ich natürlich diese Aufnahmen nicht mehr hatte, ging diese Abwechslung nimmer und deswegen habe ich auch keine Videos mehr hochgeladen, bis ich jetzt versucht habe, mir wirklich ins Herz zu legen: Gerhard, du nimmst Castlevania fürs erste Mal nimmer auf, weil es sich einfach nur noch total ankotzt. Wenn die Stelle dann hochgeladen wird, dann wisst ihr warum. Und ja, das erklärt Castlevania. Noch dazu war ich die letzte halbe Woche weg, in der Nähe von Heilbronn und konnte somit keine Videos aufnehmen bzw. hochladen. Sorry dafür. Jetzt, das war die Erklärung dafür, was los war. Jetzt kommt allerdings das größere Thema und zwar, was wird noch auf euch zukommen? Das Problem ist, ich starte höchstwahrscheinlich ab Oktober ein 6 Monate langes Praktikum bei mir in der Nähe, bei dem ich höchstwahrscheinlich Arbeit haben werde von morgens bis abends. Teilweise nachts arbeiten, teilweise mittags arbeiten, teilweise morgens arbeiten. Und ich habe echt keine Ahnung, wie ich das, was da auf mich zukommt, das weiß ich echt noch nicht. Aber wie das YouTube betrifft und wie ich da noch weiter aufnehmen kann, das ist mir persönlich auch noch nicht klar. Wichtig ist, bleibt standhaft, der Gerhard. Lässt euch nicht im Stich, für den Fall, dass ihr euch gedacht habt, ja, jetzt kommen schon lange keine Videos mehr, auch Gerhard hat komplett mit YouTube auf. Nein, das wird auf keinen Fall so sein. Es kann nur mal passieren, dass 3 oder 4 Videos in einer Woche mal nicht kommen. Das war eine blöde Formulierung, sorry. Dass es sein kann, dass 3 oder 4 Tage keine Videos kommen, so wollte ich es eigentlich sagen. Und insofern weiß ich nicht, wie ich das unter einen Hut bringen kann. Ich werde wahrscheinlich auch ziemlich müde und erschöpft abends sein, wenn ich da nach Hause komme, weil die Arbeit ist nicht gerade besonders unanstrengend für mich. Und ja, wie ich da noch Zeit und Lust habe aufzunehmen, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werden die Videos dann, wenn sie kommen, immer nur abends hochgeladen. Das heißt, 5 Uhr aufwärts. Gibt es noch was zu sagen? Nö, eigentlich war es das von meiner Seite aus. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder Anregungen oder Wünsche oder sonst irgendwas. Wenn ihr nicht wisst, was ist los mit mir, wann kommen neue Videos, wann kommen neue Projekte, wie ist mein momentaner Ablaufplan und so weiter und so fort, dann bitte ich euch, mir einfach eine PN zu schreiben oder einen YouTube-Kommentar an einem Video von mir zu hinterlassen, nach Möglichkeit, das letzte, das ich momentan hochgeladen habe. Und ja, sorry nochmal dafür, dass keine Videos gekommen sind. Ich versuche das jetzt irgendwie noch aufzukommen. Ja, das war's eigentlich meiner Seite und ich wünsche euch noch viel Spaß mit den kommenden Videos. Ciao, euer Gerd. Tschüssi.